Ahoi Kapitäne und willkommen zurück bei World of Warships. In meinem vierten Video zeige ich euch jetzt ein letztes Mal, so wie bei der Hegidate, den amerikanischen Kreuzer Eri noch einmal. Das heißt also, dass ich jetzt zweimal den japanischen Kreuzer Hegidate gezeigt habe und zweimal den amerikanischen Kreuzer Eri. Und danach werde ich ab dem 1. November erst die deutschen Schiffe zeigen und let's playen und werde euch da große Einblicke gewähren. Aber jetzt ist erstmal leider urlaubsbedingt 2 Wochen Pause und solange könnt ihr euch natürlich bei unserem Channel Gaming Buddies mit anderen Videos die Zeit vertreiben. Kommen wir zurück zu World of Warships. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich in dieser Runde das erste Mal das Gefechtsinterface eingeschaltet. Und das Gefechtsinterface ist folgendes, dass man jetzt zum Beispiel unter dem Fadenkreuz die Kilometerzahl und die Sekunden sieht, wie weit die Munition bzw. die Kaliber fliegen. Und auch die Kilometer, wo ich jetzt gerade hinziele. Und auch über den gegnerischen und eigenen Schiffen seht ihr jetzt die Namen und auch den Schiffstyp. Und natürlich die Kilometerzahl wie auch die ganze Zeit. Und was ich ganz toll finde, sieht man jetzt auch das gegnerische Leben und das eigene, also das Teamleben. Das seht ihr an diesen roten und grünen Balken. Das finde ich jetzt ganz toll. Dann sieht man nämlich ungefähr auch, wie viel Leben jetzt das gegnerische Schiff hat. Aber was mir wichtig war, dass ich jetzt auch die Schiffstypen nochmal sehe und lesen kann. Und auch die Namen, weil ich nie wusste in den Runden, wer denn meine Mitspieler jetzt sind. Also ich wusste halt nicht, wer... Wenn da jetzt der Name von einem Gamer ist und dann wusste ich nicht genau, bei welchem Schiff er jetzt war. Ja, wir sind hier wieder auf der Map Inseln, die typische Tier 1 und Tier 2 Map, die sehr häufig eigentlich bei diesen Gefechten vorkommt. Und in dieser Runde habe ich leider auch jetzt zum vierten Mal wieder den Ton bzw. die Audiodatei nachkommentiert, aber ab dem 1. November werde ich dann live kommentieren und live dabei zocken. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich das erste Mal mit der Taste Z, könnt ihr das machen, die Kugeln verfolgt, beziehungsweise wie und wo das Kaliber dann bei den gegnerischen Schiffen einschlägt. Finde ich eine ganz coole Sache, wenn man dann ungefähr nochmal korrigieren will oder abschätzen will, wo denn seine Kugeln einschlagen. Und das habe ich gerade gemacht. Mit der Taste Z könnt ihr das machen. Ja, hier konzentriert jetzt der gegnerische Kreuzer Eri sein Feuer auf uns. Weil wir natürlich wieder hier in eine gegnerische Übermacht gefahren sind. Aber der Zerstörer, der die ganze Zeit vor mir rumfährt, der hat in dieser Runde mir wirklich sehr, sehr, sehr viel geholfen. Und das ist das, was man bei World of Warships eigentlich machen sollte. Beziehungsweise, wenn ihr da Teamkollegen habt oder in einer Division fahren könnt, macht das. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Oder wenn ihr alleine spielt, so wie ich jetzt, versucht euch an anderen Schiffen zu orientieren oder fahrt mit einem Zerstörer mit oder mit einem gegnerischen Kreuzer, mit einem eigenen Kreuzer. Dann ist es für euch einfacher, im Gefecht zu überleben. Und jetzt habe ich das wieder auch mit der Taste Z gemacht. Seht ihr, wie ich den ersten Kreuzer versenke. Was wollte ich sagen? Ich überlege schon wieder. Ich habe so wichtige Details mir diesmal aufgeschrieben. Ja, ich wollte mich natürlich schon mal bedanken, da ich gesehen habe, dass meine ersten Videos schon einige Aufrufe haben. Und hoffe natürlich, dass ich schon 1, 2 Leute gefunden habe, die meine Let's Plays bzw. unseren Kanal häufiger besuchen. Oh, und wie wir hier gerade sehen können, hat uns der gegnerische Kreuzer gerade schweren Schaden zugefügt und hat uns sehr wahrscheinlich mit einem Zitadellentreffer getroffen. Aber wie ihr auch wieder sehen könnt, ist mein verbündeter Zerstörer da vorne dran und versucht mit seinen Torpedos das Schiff zu versinken. Hat mir wirklich in dieser Runde sehr, sehr, sehr geholfen. Und ich glaube jetzt, ja, seht ihr das auch ganz gut, erlangt er, glaube ich, einen Torpedotreffer oder mehrere und versenkt den Kreuzer dann auch. Ja, ein Torpedotreffer. Nee, er versenkt mit einem Torpedotreffer. Ja, und der hat mir quasi eigentlich jetzt das Leben ein bisschen gerettet, weil ich, glaube ich, gegen den alleine nicht so eine Chance gehabt hätte.
Hier konzentrieren wir gerade unser Feuer jetzt auf eine japanische Hegedate. Und verpassen hier auch jetzt einen Zitadellentreffer. Und da könnt ihr auch anhand der Anzeige, habt ihr es gerade gesehen, wie viel Schaden so ein Zitadellentreffer dann doch bei gegnerischen Schiffen anrichtet. Und mein zweiter Treffer, wo ich gerade das Schiff versenkt habe, war auch wieder ein Zitadellentreffer. Und jetzt bedanke ich mich gerade ein bisschen bei meinen Teamkollegen, dass er mir da so viel geholfen hat, beziehungsweise mit seinen Torpedos die gegnerischen Schiffe dann so zerstört hat, dass ich noch überleben konnte. Ansonsten versuche ich natürlich dann ab dem 1. November mit den deutschen Schiffen weiterzuspielen und auch, denke ich mal, ja, viele Let's Plays mit den deutschen Kreuzern machen und mit den deutschen Schiffen generell. Und dann geht es erstmal weiter bei den Amerikanern, weil ich da die meisten Schiffe schon freigespielt habe. Beziehungsweise werde ich euch auch das Premium-Schiff Tirpitz einmal zeigen und das Premium-Schiff Atago. Die beiden Schiffe besitze ich nämlich auch, hatte ich ja schon in der letzten Runde angedeutet bzw. erzählt, dass ich diese beiden Schiffe besitze und dass Premium-Schiffe halt leider nur käuflich erwerblich sind und deswegen auch ein bisschen was Besonderes sind. Aber die beiden Schiffe werde ich euch natürlich auch zeigen und dazu Sachen erklären und hoffentlich auch ein paar gute Runden haben. Ja, wie ihr es gerade gesehen habt, habe ich schon mein drittes Schiff versenkt und jetzt passiert eigentlich in der Runde nicht mehr sehr viel. Ihr könnt es auch oben an der Anzeige sehen. Wir sind mit, was haben wir, 2 Zerstörern und 5 Kreuzern momentan in der Führung und das Gegnerteam besitzt nur noch 2 Kreuzer. Und das war mal eine Runde, die, so wie sie eigentlich gelaufen ist, immer laufen sollte. Also von der Teamarbeit war, beziehungsweise hat hier in dieser Runde wirklich alles gepasst. Was ich halt wirklich sehr, sehr gut fand, dass der Zerstörer mit mir da rechts die Arbeit gemacht hat und auch mit seinen Torpedotreffern mir viel, beziehungsweise sehr geholfen hat, weil das ansonsten für mich sehr schwer gewesen wäre. Und das war nämlich in den anderen Runden, die ich hochgeladen habe. In der ersten Hegedate-Runde glaube ich auch und in den anderen beiden auch. Der Fall gewesen, dass mein Team mich da ein bisschen im Stich gelassen hat oder doch schon so weit zerstört war, dass ich dann nur noch alleine war. Und das sind dann halt Sachen, dass man halt alleine fast in World of Warships dann gar nichts mehr reisen kann. Eigentlich ist World of Warships auch so konzipiert und ausgelegt, dass man in Divisionen, also in diesen Gruppen, die meisten Chancen hat. Also eine Division ist eigentlich diese, also eine Division heißt nichts anderes wie Gruppe oder beziehungsweise ein Clan. Und wenn man damit so 3, 4 Leuten unterwegs ist und sich abspricht, hat eigentlich fast das gegnerische Team gar keine Chancen, weil man dann mit einer Überzahl von Schiffen und taktischen Angriffen oder anderen Dingen dann so überlegen ist, dass das gegnerische Team eigentlich gar keine Chance hat. Aber ich muss sagen, bis jetzt spiele ich ja nur allein und habe auch jede Runde allein bestritten. Und wenn ich mich an Teamspieler rangehängt habe oder versucht habe, mit anderen Schiffen mitzufahren, hat das eigentlich immer ganz gut geklappt. Obwohl auch meine Alleingänge ab und zu ganz gut waren, aber auch in meinem ersten Let's Play habt ihr das gesehen mit der Hegedate oder Hegedate. Da habe ich zwar alleine auch viele Schiffe versenkt, aber konnte natürlich dann als letztes Schiff gegen 3 gegnerische Schiffe gar nichts mehr anrichten und die Runde war verloren. Ja, das letzte Schiff, beziehungsweise die 2 letzten Schiffe, die hier gerade noch übrig sind in der Runde, die werden natürlich von uns allen jetzt gejagt. Ich konzentriere mein Feuer mit voller Breitzeit drauf und die anderen Schiffe auch. Da kommen auch Torpedos angeflogen schon. Und der Kollege, der brennt auch schon ganz schön ordentlich. Und jetzt bekommt er auch, denke ich mal, gleich seine letzten Salven. Und dann war das eine sehr ordentliche Runde. Wenn ihr auch noch weitere Fragen habt, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da. Und vor allem lasst ein Abo da. Damit ihr auch nichts mehr verpasst von uns. Und diese Runde habe ich jetzt mal ein bisschen lockerer, ein bisschen ruhiger kommentiert. Damit ihr auch mal ein bisschen mehr euch auf das Spiel vielleicht konzentrieren könnt. Wie gesagt, das war jetzt die letzte Runde mit der Aerie. Ich denke mal, ab dem 1. November kommen dann eh die deutschen Schiffe.
Und dann geht es bei den Amerikanern dann, denke ich mal, mit den Schlachtschiffen ein bisschen weiter. Und die Premium-Schiffe zeige ich euch noch. Und was natürlich auch noch der Fall sein könnte, dass ich mit meinen Teamkollegen, entweder mit Buddy Boo oder Optimus Prime, World of Warships mal zusammenspiele. Ansonsten startet ab nächster Woche auf unserem Kanal dann Minecraft mit Optimus Prime und ich glaube, Buddy Boo wollte bald jetzt auch seinen Let's Plays starten. Und Rob Titan wollte, glaube ich, bei Star Wars dann... Ah nee, Star Wars kommt ja eh erst im November, also das dauert noch ein bisschen. Aber wen ihr auch noch kennenlernen werdet, ist Gergamer, unser Thorsten. Der wird demnächst auch Let's Plays zu Soma, glaube ich, hochladen. Und ansonsten darf ich mich wieder ganz recht herzlich fürs Zusehen bedanken und wünsche euch noch einen schönen Start in die Herbstferien. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Frozen Hero. Bye bye.